es gab nicht nur beim 911er, sondern ich nehme jetzt auch den 928 dazu, der ja dann ein bisschen später kam, den der Professor Fuhrmann propagiert hat. Also da darf man gar nicht dran denken, wenn das nämlich gewesen wäre, das war ziemlich knapp davor. Und dann haben die Gusseisernen und auch vor allem die 911er-Leute, die haben Angst gehabt, dass der jetzt abgeschafft wird. Das war durchaus eine Überlegung. Aber ich meine, das wäre ein Wahnsinn gewesen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. So, kaum sind mal 3 bis 4 freie Tage vergangen, schon melde ich mich aus der kurzen, aber wohlverdienten Winterpause zurück, um mal eine noch nicht so abgegriffene Floskel zu bemühen. Und wie ich zurück bin, denn dieses ist eine ganz besondere Folge, wie ich finde, das erste Doppelinterview in diesem Podcast und ich glaube, auch für meine beiden Gäste war es eine gemeinsame Premiere. Ich bin stolz und glücklich, dass ich gleich 2 Generationen Porsche vors Mikro bekommen habe. Dr. Wolfgang und sein Sohn Ferdinand Porsche habe ich für diese erste Folge 2020 auf ihrem Schüttgut im österreichischen Zell am See besucht und wir haben über geniale Großväter, die ersten eigenen Autos, den Fuhrpark der Familie Porsche und natürlich auch ein bisschen über Elektromobilität und automatisiertes Fahren gesprochen. Viel Spaß jetzt mit Alte Schule, der goldenen Ära des Automobils, mit Dr. Wolfgang und Ferdinand Porsche. 2 Generationen Porsche, Mensch, das ist schon mal toll. 50 Jahre sind sie auseinander. Wann ist Ihnen und euch oder dir das erste Mal so bewusst geworden, dass der Nachname Porsche nicht nur ein paar Buchstaben sind, sondern dass da was Besonderes dahinter steckt? In der Volksschule. Aber das ist ja ewig her. Das war in den 50er Jahren. Und wie ist das gekommen? Ich bin in Stuttgart geboren und mit 2 Monaten nach Zell am See gekommen und war hier 6,5 Jahre. Deswegen sage ich auch immer, meine Heimat ist Zell am See, weil das hat mich geprägt. Und wie ist Ihnen das da bewusst geworden, dass Porsche was Besonderes ist? Ja, wobei man jetzt sagen muss, das Porsche ist heute natürlich noch größer. Mhm. Das war damals so ein Nachkriegsthema, die paar Autos, da gab es den Daimler, das war eigentlich immer wichtig. Ich weiß, wir haben uns immer geärgert, wenn ein Le Mans-Rennen war. Der Daimler ist überall drin gestanden und wir waren halt irgendein Klassensieger. Das ist aber so klein dann drin gestanden. Das würde heute nicht mehr so sein. Heute hat Porsche ein sehr gutes Image, Gott sei Dank. Aber das liegt sicher auch an dem, dass wir versuchen, nicht großspurig zu sein. Und das ist, das sage ich ganz ehrlich, in einem so großen Konzern muss man sehr aufpassen, dass man nicht abhebt. Große Aufgabe, aber es wirkt nicht so. Also es wirkt so, als wäre Ihnen das ganz gut gelungen. Wie ist das bei dir so? Wann ist dir das bewusst geworden, dass du nicht nur Modellauto von Porsche mal hattest wie ich, sondern auch so heißt? Ja, ich weiß es gar nicht, wann mir das so genau bewusst geworden ist. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich eher Richtung Gymnasium dann, weil ich glaube, in der Grundschule sind alle noch ganz... Also die Kinder sind ja sehr ehrlich und so, da war das nie so, hat sich das nie so groß, sonderlich anders angefühlt als bei anderen. Ich war halt irgendwie Auto begeistert, habe immer Stau gespielt mit meinem Opa damals auf dem Teppich. Also ich war halt Auto begeistert, aber ich hatte noch nicht so wirklich auf dem Schirm, dass das irgendwie anders wäre als bei anderen, die auch Autofans waren. Dann so im Gymnasium, dann merkt man schon irgendwie so ein bisschen, dass manche Leute groß schauen, vor allem dann die Lehrer auch irgendwie anders vielleicht sind mal, aber so in Wirklichkeit... Ja, muss man es, glaube ich, immer einfach nehmen. Und dann macht man sich ein bisschen einfacher dadurch. Ihr Leben ist eigentlich extrem mit dem Porsche 911 verwoben. Also das Auto hat sie wahrscheinlich ihr Leben lang begleitet. Und sie waren, glaube ich, um die 20, als der Porsche 901 präsentiert wurde. Mhm. Und haben natürlich die Entwicklung davor bewusst miterlebt. Wie war das zu Hause? Wie kann man sich das vorstellen? Also es war ja sicherlich ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil das Auto musste ein Erfolg werden. Ja, vor allem gab es eben viele, die gesagt haben, das ist kein Porsche mehr,
So die Gusseisernen, die wollten den 356 und da sollte gar nichts geändert werden und das darf. Es ist ja heute noch so, man darf ja, ja nie was ändern am 11. Wahnsinn, ja, ne? Ja. Ich meine, jetzt das Gleiche haben wir jetzt mit dem 911, wenn man jetzt immer ein, ja, der Taycan ist vielleicht noch ein bisschen zu weit weg, aber der Panamera, ich meine, wir müssen, jetzt kommen wir ein bisschen drumherum. Das ist kein Problem. Wir müssen einfach aufpassen, wir sind eigentlich eine Sportwagenfirma, die aber jetzt aufgrund des Volumens an Fahrzeugen, ich meine, wir machen über 250.000 Autos. Wir haben einmal 25.000 gemacht oder mal 20 sogar und haben nach USA 3.000 Autos geliefert. Ich meine, und heute ist unser größter Markt ist heute China. Wir liefern, sie sitzen gut, wir liefern 86.000 Autos haben wir im Jahr 19 nach China verkauft. Alle in der Bundesrepublik gebaut. Also wir haben keine Produktion außerhalb Deutschlands im Moment. Wir hatten ja mal gesagt, wir reden jetzt nur über die alte Zeit, aber das ist natürlich, man landet immer wieder in der jetzigen Zeit und gerade wenn sie alles in Deutschland produzieren, macht ihnen aktuell die Situation manchmal so ein bisschen Angst mit Trump und China und irgendwelche Handelskriege und Handelsbarrieren, die aufgebaut werden fast nach gut Dünken, wenn man die Zeitungen verfolgt. Ja, vor allem hat man das Gefühl, es sind Leute am Ruder, die gar nicht das Gespür haben, dass man vielleicht da was auslöst, was man dann nachher vielleicht nicht ausgelöst haben will. Sehen wir aktuell. Ich meine, man kann ja nur hoffen, dass der jeweils andere es nicht so schlimm nimmt, wie das der andere ihm sagt. Aber ich meine, ich will jetzt nicht vom Krieg anfangen, aber der Erste Weltkrieg ist ja, da ist man auch eingestanden, ist ja ein gutes Beispiel, dass alle dann gemeint haben, sie müssen jetzt dem helfen und dem auch noch und dem und zum Schluss haben sie alle Krieg geführt. Also, nein. Zurück zum Elfer. Zurück zum Elfer. Die guten Zeiten, der Elfer, ich war da schon ich war noch im Internat und dann im Studium in Wien und ich weiß, wenn man diesen Elfer, diese Versuchsfahrten, die sie gemacht haben, also das war damals halt richtig spannend. Da war nicht, dass man das alles irgendwo ausgetiftelt hat, sondern das musste alles erprobt werden. Herbert Linger hat nachts das auch so auf erzählt. Der Straße. Das ist das. Durften Sie auch fahren? Nein, da bin ich nicht gefahren. Ach so. Aber ich bin oft mal mitgefahren, wenn es mal irgend so eine Probefahrt gab. Aber nein, selber nicht. Das heißt, du bist Käfer gefahren, oder? Ich habe nach dem Abitur einen Porsche bekommen, und zwar einen 912er. Und mein Vater hat mir aber gesagt, wenn ich dann das Studium anfange, dann muss ich diesen wieder hergeben. Und dann habe ich... Wollen Sie nicht studieren? Nein. Ich habe in Wien studiert und habe einen Käfer gekriegt. Und diesen Käfer habe ich dann mit einem 95 PS Porsche Motor umgebaut, mit Scheibenbremsen und Halogenlicht. Und den habe ich geliebt, dieses Auto. Weil er ist gerade so schnell gegangen, dass er einen 190er Mercedes gerade noch davon gefahren ist. Und das war natürlich, das hat man dem nicht angeschaut. Das ist ja eh das Tollste, oder? Diese Understatement-Autos, die so aufgedreht sind. Und dann habe ich dieses Auto verkauft an einen Freund, der sogar ein Verkaufsleiter in Österreich war. Und der hat eine Anhängekupplung dran gemacht. Und dann habe ich ihm gesagt, dass das ein Blödsinn ist, weil das Auto zu heiß wird. Hat er gesagt, nein, ist an die Adria gefahren mit seinem kleinen Boot hinten dran und hat nachher dann festgestellt, das Auto, der Motor wird viel zu heiß. Ich habe gesagt, das habe ich da doch aber vorher schon gesagt. Also er hat dieses Auto verkauft und nach 3 Wochen ist der neue Besitzer auf der Maria-Hilfer-Straße in die Straßenbahn gefahren. Und das Auto war total schade. Ja, schade. Damit war es das. Wie war es bei dir mit 18?
Ich habe einen A3 zum Abi bekommen und den dann auch. Hättest du das gewusst? Wohl gepflegt. Ich habe das gewusst. Ich habe das gewusst. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil es so der Führerschein war fast so ein Freiheitsgefühl, würde ich sagen, wie das Abitur. Weil man ja auf einmal irgendwie mobil ist. Man kann ja überall hinfahren, wo man Lust hat. Und da war es mir, muss ich jetzt gestehen, relativ wurscht, was das für ein Auto war ganz am Anfang, weil es mal primär um das Autofahren an sich ging und um die Freiheit, so wann immer man will, irgendwo hinzufahren. Und der A3 ist ja auch ein wirklich cooles Auto eigentlich für einen 18-Jährigen. Also ich glaube, ja, natürlich. Habe ich jetzt nicht ganz so schlecht angefangen. Du hast das Pech, dass der Konzern größer geworden ist. Früher gab es nur einen 911er. Ne? Da musste man nehmen, was da war. Ja, das kann man auch sagen, ja. Ja, nee, aber also meine ersten Autofahrten waren ja eigentlich mit einem Haflinger, muss man sagen, und mit einem VW Käfer auch. Da war ich aber so 14 oder 13 vielleicht. Das war hier? Hier. Dann habe ich auch einmal den Haflinger gegen die Wand gefahren und so. Also da waren dann, die frühen Versuche waren witzig auf jeden Fall. Und dann mit dem Käfer irgendwo auf einem Feldweg und so, ja, querfeldein. Aber cool, Schalten üben und so, wenn man noch fast nicht an die Pedale kommt. Gab es das mal, dass du dir mal irgendwie mit 18 oder früh einen Schlüssel geklaut hast? Nee, das habe ich mich irgendwie nie getraut. Mensch, das ist... Ja, ich habe immer gefragt und es hat sowieso, also so, wenn ich mal mir was leihen wollte sozusagen, dann habe ich gefragt und manchmal hat es ja auch funktioniert. Deswegen war irgendwie, musste ich eigentlich nie wirklich mir den Schlüssel klauen. Es gibt manche Autos, die ich dann erst quasi mir erkämpfen musste. Also ein Carrera GT zum Beispiel hat echt lange gedauert, bis ich den mal bekommen habe. Freischalten wie auf der Playstation. Ein bisschen wie auf der Playstation, ne? Aber ja, also so die großen, so Carrera GT zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, das hat gedauert. Da war ich dann so 23 oder so, 24, bis ich den mal fahren durfte. Na okay. Ja, das geht eigentlich auch, Carrera GT. Ja, ja. Aber jetzt ist easy, jetzt darfst du ihn einfach nehmen. Ja, ja, mittlerweile vertraust du mir eigentlich schon, was das angeht. Ja. Ne? Mittlerweile darf ich eigentlich fast alle da fahren. In der Zwischenzeit ist es nicht, dass er schlecht fährt. In der Zwischenzeit ist es eher, dass er zu schnell fährt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er jetzt eine Salzburger Nummer hat, weil ich habe meinen Hauptwohnsitz in Zell am See und alle Zellnummern laufen auf mich. Ja. Und wenn er sich einen ausleiht, dann habe ich, immer die Angst, dass ich irgendwann wieder eine Anzeige gekriege. Aber ja. Apropos Carrera GT, hast du mal eine Kupplung kaputt gefahren? Nee, witzigerweise, die Story zum Carrera GT geht weiter, weil es war, ich habe gesagt, Papa, leih mir doch das Auto mal. Er hat gesagt, weiß ich nicht, ungern. Vor allem ist der auch nicht so einfach zu fahren. Ich weiß nicht, ob du das schon, dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt einen Versuch. Wir stellen das Auto auf den Hof und wenn ich ihn beim ersten Mal nicht sterben lasse, dann leihst du mir. Und das hat funktioniert. Also war das am Ende dann ganz... Es geht jetzt, das ist lustig, wie ich das erste Mal den GT gefahren bin, hat der Herr Dürheimer gesagt, Sie müssen aufpassen, kommen Sie bitte nicht mit Lederschuhen, sondern mit weichen Sohlen, weil der ist sehr empfindlich in der Kupplung. Und ich habe ihn auch nicht abgemurkst, sondern ich bin beim ersten Mal, aber ich habe es natürlich gewusst, er hat es mir gesagt, aber ich bin also ohne, dass ich es... einfach normal. Und die Kupplung nicht verbrannt. Das hat mir die Sabine Schmitz erzählt. Nee, es ist noch die erste Kupplung, oder nicht? Ja, ja. Tatsächlich? Wie viel hat der gelaufen? So viel auch nicht, aber was hat der? 11.000? Nee, so viel. Hat der so viel drauf? Ich glaube schon. Naja, wir drehen ja gleich nochmal mit allen Autos eine Runde. Ich gucke mal. Er hat keine Winterreifen. Wir müssten eigentlich noch Spike-Reifen besorgen. Ja, stimmt, genau. Das kommt ja bald. Sabine Schmitz, die kennt ihr vielleicht, oder? Oder kennen Sie die Rennfahrerin, die auch für Top Gear da moderiert, der Mann, der hat wohl einen Carrera GT und sie sagt, der hat gleich eine Kupplung verbrannt. Ja. Gleich der Anfang, bumm, 20.000 Euro auf der Uhr. Ja, wenn man da Angst hat, dass man es abmurkst, das geht schon leicht. Ja. Das geht aber ganz schnell, dass man... Ja, das Problem ist halt so Start-Stopp-Fahren mit dem Auto. Also jetzt irgendwie im Verkehr stecken ist nicht das Richtige. Macht keinen Spaß, aber auf dem Glockner hochfahren oder dazu so, da ist er ja nichts. Nicht gemacht. Genau. Nee, also, wirklich nicht. Wir fahren ja eigentlich unheimlich gern den Glockner. Das ist praktisch meine Hausstrecke. Ich fahre eigentlich mit alle Autos. Ich habe jetzt mir sogar ein kleines Büchlein gemacht, wo ich von 2017 bis 2019 meine Glocknerfahrten aufgenommen habe und in einem Büchlein verewigt. Und da fahre ich also GT2 und GT3 und 9,4 und ich bin sogar mit beiden 55ern gefahren.
Die sind alle zugelassen und das ist herrlich. Der 550er, mit dem Sie letztes Jahr beim GP Ice Race waren, der hat dem Vater von Kurt Ahrens gehört. So ist es. Und der hat ursprünglich meinem Vater gehört. Das hat mir Kurt Ahrens erzählt. Ja, den hat mein Vater gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, er ist ja mit dem nicht gerade viel gefahren. Und dann hat ihn der Kurt Ahrens hat ihn dann gekriegt. Und der hat ja, ich habe ja zwei 550er. Der hat eine europäische Renngeschichte, der weiße. Und dann habe ich einen silbernen. Und der hat amerikanische Renngeschichte. Und den ist angeblich auch James Dean mal Probe gefahren. Wenn es nicht stimmt, ist es auf jeden Fall ein guter Gag. Es ist immer ein tolles Geschichte, Auto. Ganz egal. Ja. Welche Autos faszinieren Sie denn aus Ihrer Sammlung oder sagen wir mal aus der Historie von Porsche am meisten? Bei dir immer 356, oder? Ja, nein, bei mir, also eines meiner Lieblingsautos ist der 993 Turbo S. Da habe ich in der Zwischenzeit zwei und die sind einfach handlich und wenn man jetzt so ein GT3 oder die sind alle ja schon riesengroß. Ja, man hat so ein tolles Raumgefühl. Ne? Ja. Aber die steilstehende Scheibe und so. Und das ist alles einfach. Ja. Aber 356 ist schon auch toll. Das ist der Ursprung. Das ist ja quasi Ihre Anfänge. Ja. Das ist ja das Fahrschulauto gewesen sozusagen. Ich habe zwei Liter Carrera. Die schwangere Katz. Ja, mit dem besonderen Auspuff. Es sind, glaube ich, immer auch die Autos, die man so in der Jugend irgendwie absolut irgendwie hoch oder die man in der Jugend erlebt hat, die man dann irgendwie weiterhin verehrt. Und deswegen ist es bei dir der 356 und bei mir ist es, glaube ich, wirklich der 993 auch, weil wir sind früher, also wie gesagt, der eine grüne 993 Turbo S, den du hast, mit dem sind wir ja auch in Urlaub gefahren und so zu viert. Geil. Ja, also das sind schon dann so coole Erinnerungen. Das ist auch das erste Auto, mit dem ich über 300 gefahren bin, also zumindest nebendran. Welcher? Der 903? Ja, also da sind wir mal nach Wertheim gefahren. Das war das erste Mal über 300. Gut, da war ich, wie alt war ich da? 13, 12, sowas. Und das erste Mal selbst über 300? Das kam später. Ich habe eine rote Gesichtsfarbe. Nee, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war im GT2, im 9. Ja. Wo man das ja relativ, relativ leicht aus dem Ärmel schlackert. Ne? Ja, das geht dann es eigentlich. Es ist eigentlich nur das Problem des Verkehrs. Das ist beim GT2 schon krass. Weil man muss einfach aufpassen, weil es halt viele gibt, die halt schlafen. Und fairerweise muss man sagen, ja auch fast nirgends mehr. Und fairerweise muss man sagen, mit 300, da rechnet wirklich keiner mit. Wenn ich 220 fahre, dann denke ich schon, ich gehöre zu den Schnellen. Mit dass noch einer mit 80 km/h mehr von hinten kommt, das ist wirklich selten. Ne? Ja gut, da braucht man dann mal wirklich eine dreispurige Autobahn, die komplett leer ist. Dann macht schon Spaß. Ja, absolut. Wenn Sie so erzählen von dem Spaß an der Geschwindigkeit, wie kommt das eigentlich, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube nur, Ihr Großvater ist mal Rennen gefahren. Ja, ja. Ansonsten gibt es keinen, wo Porsche oder Pirch draufsteht, der Rennen gefahren ist. Liegt das daran, dass Sie sagen, auf jedem erfolgreichen Rennwagen steht eh schon Porsche drauf, das muss nicht nur auf der Fahrertür stehen, nee, oder? Aber wieso wir alle nicht Rennen fahren und gefahren sind, liegt daran, dass mein Vater das auch nicht gewünscht hat. Ach so. Er hat, ich erinnere mich an so Kim Kanas, so in Zürs, so Geschicklichkeitsthemen. Da ist aber nicht um Geschwindigkeit gegangen. Aber bei dem damaligen Zürcher Porsche-Treffen 63, ist man von Lech nach Zürs gefahren. Da gab es aber dieses Tunnel noch nicht. Mhm. Und deswegen gibt es das jetzt, das Treffen gibt es ja sowieso nicht mehr. Aber da habe ich also ein Auto, das mir der Huschke von Hahnstein gesagt hat, da müsste ich unbedingt fahren. Das hat Speikreifen gehabt und es war trockener Asphalt und der hat mich mit diesen Speikreifen da fahren lassen. Da war ich also noch nicht so alt. Auf jeden Fall hat der Huschke von meinem Vater eine große Predigt bekommen, wie er dazu kommt, dass er mich da fahren lässt, noch dazu auf trockenem Asphalt und das mit Spikes und das ist natürlich tödlich. Da gab es dann so ein paar Quersteher und ja. Gut, jetzt muss man aber auch sagen, als du jung warst, war Rennenfahren ja auch noch ein bisschen gefährlicher. Also ich meine, heutzutage, ja, schon. Klar, ein gewisses Risiko hat es immer noch dabei, aber es ist. Und mein Vater hat immer gesagt, nicht mehr so. er braucht seine Söhne
Er war dann sehr froh, dass der eine dann Kaufmann worden ist und der andere Ingenieur und der nächste. Also das war ihm sehr wichtig. So könnte ich jetzt sagen, ich bin sehr froh, ich habe ja 3 Söhne und 1 Tochter. Mein ältester Sohn ist Neurologe, also Arzt. Es ist immer gut, wenn man in der Familie einen Arzt ja, hat. Das geht, meine Schwester ist Ärztin, das kenne ich ja. Und ja, und er studiert Architektur und der Felix schreibt gerade an seinem Bachelor, ist auf der Uni in Wien, da wo ich auch war, auf der Welthandel. Ja, und die Steffi hat auch Design studiert, also sind alle, haben ein bisschen was gemacht. Und dein Vater hat das auch unterbunden mit der Rennerei oder war das gar nicht so von Interesse bei dir? Von Interesse auf jeden Fall, aber vielleicht erst in dem Alter, wo es vielleicht schon fast zu spät gewesen wäre, um, weiß ich nicht, Formel 1 fahren oder sowas zu werden. Ja. Aber er hat es nicht unterbunden. Also wir haben ja auch relativ früh Autofahren gelernt. Hm. Also wie gesagt, mit 13 oder mit 14. Wahrscheinlich war das bestimmt auch so von den Eltern, dass man ein bisschen auf die Kinder aufpassen will und dass sie jetzt nicht unbedingt Rennfahrer werden sollten. Sowohl, glaube ich, von dir als auch von der Mama irgendwie vielleicht nicht der absolute Traumberuf für uns. Aber so im Nachhinein, ja, wäre es eigentlich nett schon witzig gewesen. Aber im Endeffekt ist es natürlich, kann ich es auch verstehen, heute ist es eine Ochsentour, wo man mit 12 oder mit 8 Jahren auf dem Kart sitzen muss und bis man da das erste Mal Porsche fahren kann. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Eine Rennlizenz haben wir auch, der Felix und ich. Also ja. Ich glaube, dass wenn man gut gefahren wäre, dann hätte man gesagt, ist doch klar, der muss doch das können. Wenn man schlecht fährt, dann sagt man, was, der weiß Porsche, der müsste doch besser Auto fahren können. Also man macht es eigentlich nie richtig. Ich glaube, wir fahren alle ganz ordentlich, oder? Und das, also ich bin froh, ich fahre ganz gerne mal die Endstyle-Klassik, aber das ist ja kein Rennen, sondern das ist Geschicklichkeit und da fährt er dann besser wie ich. Weil es eben so schön ist, dass man sich auch die Landschaft anschauen muss. Gibt es, Sie sind ja, also es, ich habe fantastische Fotos gesehen, wo Sie als kleiner Junge an der Rennstrecke sitzen. Was gibt es da so für Erinnerungen? Le Mans 1970, der erste Sieg oder so, oder auch früher noch? Ja, wenn man sich die damaligen Fotos und diese Boxen anschaut. Und wie dicht man an den vorbeifahrenden Autos saß. So ist es. Und es waren Holzboxen. Da ist man auf Holzbrettern gelegen. Also wenn es da was, ein Unfall war, das hat ja alles Brand wie Zunge. Gab es ja auch, ne? Als man den Wagen zurückgezogen hat. Was haben Sie da für Erinnerungen an Le Mans? Weil das war ja auch eine heiße Phase für Porsche. Also Sie haben ja, wenn man sich damit beschäftigt, das war ja Porsche, also außer vielleicht die letzten Jahre, wo es nur noch steil bergauf ging, gab es ja immer ein Auf und Ab und es gab ja viele Zeiten, wo es spitz auf Knopf stand und so unter anderem auch in Le Mans 1970 oder davor die Phase mit dem 917. Was ja. Naja, das war natürlich schon ein Kraftakt. Also man munkelt ja auch, dass diese Autos, ja, waren schon nicht ganz ungefährlich. Das vorsichtig ausgedrückt. Dass die abgehoben haben zum Teil, aber das gab es bei Mercedes auch. Also da war halt schon wahnsinnig viel PS und wahnsinnig viel hohe Geschwindigkeit und die dann auf der Straße zu halten, war sicher nicht einfach. Aber ich glaube, das, was für Porsche so wichtig ist, ist diese Rennerei war ja immer auch für den Kunden. Das, was dort probiert wurde, wurde irgendwann in der Serie dann eingeführt. Natürlich meistens technische Dinge, also nicht jetzt nur irgendwelche Schnörkel oder Design, aber das war immer die große Stärke von Porsche, dass wir mit diesen sportlichen Erfolgen eigentlich jemand, der gern Auto fährt, der hat dann gesagt, ich fahre ja eigentlich so ein Auto und die gewinnen auch Rennen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Porsche-Clubs, es gibt ja weltweit über 650 Porsche-Clubs und über 600.000 Mitglieder. Allein der Porsche-Club USA hat 120.000 Mitglieder. Ja, und das schweißt natürlich zusammen. Also auch dieses Familiäre, das sicher ursprünglich mal mein Vater und also die Familie und dann aber
diese Clubveranstaltungen, also ich meine, ich erinnere mich, ich bin also sicher 20 Mal bei Clubs gewesen. Ich bin immer wieder nach Japan gegangen, weil man gesagt hat, das wäre so wichtig, wenn da ein Familienmitglied da hingeht. Also das ist nicht immer nur lustig. Ja, Le Mans dafür ist immer lustig, oder? Ja, also, Le Mans ist schon. Meine Mutter hat immer gesagt, also das eine Mal, hat sie gesagt, du solltest jetzt einfach schlafen gehen. Wenigstens leg dich hinten ins Auto. Das war hinter der Box, war irgendein Armeeschlitten gestanden, den wir als Versuchsfahrt hatten. Und dann habe ich mich da hinten hineingesetzt, bin natürlich sofort eingeschlafen. Ich habe zwar die Uhr in der Hand gehabt und wollte eigentlich nach 10 Minuten wieder aussteigen und sagen, ich kann eh nicht schlafen. Und dann bin ich aber, ja, glaube eine Stunde habe ich geschlafen und dann bin ich wieder aufgegangen und war ziemlich beleidigt, weil ich nicht eine Dreiviertelstunde verpasst habe. Das ist ja die witzige Challenge in Le Mans, dass man irgendwie die ganze Zeit wach ist. Absolut, ja. Ja, aber ja. Irgendwie ist Le Mans schon das Coolste. Also Le Mans ist, ja, so wie du es auch immer erzählst, ist Le Mans schon irgendwie ein besonderer Ort und es ist einfach irgendwie eine krasse Stimmung. Porsche, Audi, VW. Ja. Also wenn man da jetzt in diese Porsche-Kurve geht, wenn die da durchfahren, also gut, ich sehe jetzt auch schon ein bisschen schlecht, aber wie die da durchpfeifen, und zwar, ob es regnet oder trocken ist, bei Regen, diese Gischt. Also, das Coole heutzutage an dem Mans ist ja auch der Geschwindigkeitsunterschied. Also wenn dann der 19 irgendwie da vorbeipfeift an den GT3-Autos, ist schon unglaublich. Nochmal eine andere Welt. Das ist nochmal ein bisschen wie der Unterschied mit 220 auf der Autobahn und einer kommt mit 330. Einer kommt mit 300, ja, genau, das stimmt, ja. Ja. Nee, Le Mans ist schon immer eine besondere Geschichte. Erzähl mal, dass mein Opa, wie er zurückgefahren ist, mit dem Benzinkanister nach Deutschland. Also, dann muss ich erst erzählen. Ich bin mit meinem Vater, wie er die letzten Male nach Le Mans ist, sind wir in Stuttgart weggefahren, um 9 Uhr früh. Da hat er gesagt, wir fahren um 9 Uhr weg, hat sich neben mich hingesetzt, hat den Michelin-Führer aufgemacht und hat geschaut, wo wir ungefähr mittags sind und hat dann geschaut, wo wir da essen gehen können. Das war ihm sein größtes Vergnügen. Dann hat er also ein Sternlokal gefunden und dann sind wir dort eingekehrt. Das war 4 Kilometer von der Autobahn weg. Und dann sind wir weitergefahren. Und bei der Rückreise ist er mal in Straßburg über die Grenze. Da hat der Grenzler zu ihm gesagt, was er da hinten in diesem Reservekanister hat. Da hat er gesagt, Benzin. Da hat er gesagt, und zwar der Deutsche hat das gefragt, nicht der Franzose. Das müsste er in den Tank gießen. Da hat er gesagt, nein, wieso? Das ist ein deutsches Aral, das sehen Sie, das ist blau. Das habe ich schon mitgebracht und jetzt bringe ich es wieder zurück. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er es reingießen muss. Ich glaube, er hat dann die Koffer kontrolliert. Und dann ist ein Franzose, ein französischer Grenzler, ist vorbeigegangen und hat gesagt, gell, Herr Bosch, das ist schon schön, wenn man mit einem Erfolg aus Le Mans kommt, wie man in der Heimat wieder begrüßt wird. Das war dann, naja. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Echt eine gute Geschichte, ja. Was war so das beeindruckendste Le Mans-Jahr für Sie? War das so die alte Zeit, der erste Sieg 1970 mit Hans Herrmann oder die späteren Jahre? Ja, Hans Herrmann, das war natürlich, es war halt der erste Gesamtsieg. Und da war es spitz auf Knopf. Also da musste ein Gesamtsieg her, ne, mit dem 1917. Ja. Und da war es kein nur schönes Wetter. Da gab es nachts Regen. Und nach der Startgeraden geht's ja dann so, macht ja so eine leichte Rechtskurve und dann kommt man unter dem Dunlop-Turm durch. Ja. Und da hat so geregnet, dass man an der Rechtskurve ist das Wasser so über die Straße gelaufen, da sind sie zum Teil aufgeschwommen, dass da nichts passiert ist. Also man muss sich wundern, dass manchmal nichts passiert. Man muss sich eh wundern, ne? dass auch Kurt Ahrens den Crash überlebt hat in Ära Lessin und Willi Kausen, der das Gleiche nochmal hingelegt hat. Also, früher war es schon wild. Das war eine wilde Zeit. Ne? Ja, war eine wilde Zeit. Manchmal bereue ich, dass ich da noch nicht auf der Welt war. Der weiße 550er,
der ist auch das Eisrennen am See gefahren. Früher? Ja. So kam ja überhaupt erst die Idee. Also wir standen irgendwann vor dem Spike-Reifen und ich wusste gar nicht so viel von dem Rennen, ehrlich gesagt, damals. Ich wusste, dass es das mal gegeben hat, aber ich wusste gar nicht, wer das organisiert hat oder was da, was genau die Geschichte war. Und dann standen wir davor, weil der Spike-Reifen auch neu an der Wand hing, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann, so kam dann in Wirklichkeit die Idee. Das waren die ersten Spinnereien quasi. Zu überlegen, aber also so, wir haben uns dann gefragt, warum es das nicht mehr gibt, weil nur dass der See nicht mehr wirklich zufriert, kann ja keine Ausrede sein. Dann haben wir auch rausgefunden, relativ schnell im Internet, dass es damals auch schon nicht immer nur auf dem See war, sondern auch manchmal auf dem Flugplatz. Ach so, okay. Damals war das deswegen dann auf dem Flugplatz, weil auf dem See zu viel Schnee lag. Also das waren auch noch andere Zeiten. Und dann haben wir uns gefragt, das müsste ja eigentlich heutzutage auch noch machbar sein, dass man ein Eisrennen macht, auch wenn der See nicht zufriert auf dem Flugplatz. Und so hat es dann angefangen. Dann haben wir herumgefragt und jeder fand es eine witzige Idee, jeder musste lachen. Ja, und so hat es dann angefangen. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Geld verdienen. Es gibt da ein Label, das mir sehr sympathisch ist, denn ich freue mich über jedes Retro-Produkt, das man wieder kaufen kann. Das Label heißt 70 Love und deren Produkt war in den 70ern von keinem Tennis-Court mehr wegzudenken. Die Rede ist leider nicht vom kurzen Tennis-Rock, sondern vom Tennis-Koffer. Vielleicht habt ihr ihn vor Augen, er sieht ein bisschen aus wie eine zu langgezogene Aktentasche im coolen Oldschool-Look. Ich benutze ihn selbst als Weekender oder zum Sport. Alternativ kann man darin auch den Rennoverall durchs Fahrerlager schleppen oder ihr benutzt ihn einfach so, wie er gedacht ist, als Tenniskoffer. Klar ist, zur Deko gehört er eigentlich in jedes klassische Auto. Und jetzt könnt ihr ihn kaufen. Und das auch noch günstiger. Es gibt ihn in Rot, Grün und Blau. Und das Tollste ist, wenn ihr den folgenden Rabattcode eingibt, dann bekommt ihr ihn auf der Webseite www.70love.de mit 50% Rabatt. Der Code lautet, wie könnte es anders sein, alte Schule und hier nochmal die Webadresse www.70love.de. 70love.de. Danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit Dr. Wolfgang und Ferdinand Porsche. Und das ist ja ein irres Event. Also ich war letztes Jahr logischerweise da, jetzt ist es ja demnächst wieder, 1. und 2. Februar. Ja, was kann man da erwarten? Reden wir erstmal ein bisschen darüber, weil das ist eine besondere Veranstaltung. Was wir 2020 erwarten können. Ja. Ja, also wir versuchen beim Eisrennen, so wie es damals auch war, immer einen großen Querschnitt vom Motorsport darzustellen. Also eigentlich wollen wir, dass jeder, der sich für Motorsport interessiert, aber auch Leute, die eigentlich gar nichts damit am Hut haben, auf ihre Kosten kommen und mega Spaß haben. Also der Witz ist eigentlich, dass wir von einem Alpha von 1936 bis zu einem Formel-E-Auto alles auf Eis haben. Und einfach dieser große Querschnitt dann diese Motorsportfamilie irgendwie wieder ein bisschen zusammenbringt. Also das Ziel ist, dass der Motorsport wieder ein bisschen anfassbarer wird und dass man so ein bisschen auf, wie in den guten alten Zeiten, bei der alten Schule, dass man, wieder so dieses Motorsport-Feeling hat, dass das alles eine Familie ist, dass die Leute da rumschrauben, dass sie unterm Auto liegen, dass jeder, dass es einfach nahbar ist, also dass man in der Pitlane rumlaufen kann, dass man nah rankommt an die Stars, dass man direkt an der Strecke steht und dass der Staub ins Gesicht fliegt, beziehungsweise in dem Fall ist der Schnee. Ja, das war eigentlich so das Hauptziel vom Eisrennen. Und dann, es hat angefangen als Spinnerei und wie gesagt, jeder fand's, jeder, der erste war der Richard Lietz, mit dem wir drüber geredet haben, dann kam der Striezel Stuck dazu und so, jeder war sofort irgendwie Feuer und Flamme dafür, dass man das neu aufleben lässt. Und natürlich auch in Zell am See waren alle sofort begeistert. Alle Älteren erinnern sich noch dran. Und ja, es war früher, glaube ich, schon auch eine Riesensache. Es waren ja bis zu 10.000 Leute damals auch auf dem Eis gestanden. Was ja auch witzig ist, wenn man sich überlegt, dass die ja im Oval gefahren sind. Das heißt, die haben ja eigentlich ein Ei ausgeschnitten mit den Fahrzeugen. Das ist eigentlich auch Wahnsinn. Das war schon wild früher, glaube ich. Und ihr habt letztes Jahr wie viel Zentimeter Eis abgeraspelt? Wir hatten knapp über 30 Zentimeter. Ja. Und in den beiden Kurven oder in den beiden engsten Kurven sozusagen kam es dann auch raus am Ende. Also es ist sich wirklich perfekt ausgegangen. Ja. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt schon über 20 Zentimeter haben, so weit vorm Event. Also ich denke, dass wir es wieder hinkriegen. Ja, das ist eigentlich das Coole. Also wir haben verschiedene Klassen. Wir sind das erste FIA zertifizierte Eisrennen der Welt. Also wir haben dann unser eigenes Reglement quasi auch dazu geschrieben, was auch spannend ist logischerweise, weil heutzutage dann auch das bedeutet, dass Profis gegen Amateure fahren können, weil die Profis können nun mal nur bei lizenzierten Veranstaltungen teilnehmen. Und ich glaube, das ist auch noch ein Reiz, den es ausmacht. Also mal gegen den Richard Lietz zum Fahren zum Beispiel oder gegen den Marc Lieb ist ja schon auch eine Herausforderung und macht Spaß. Man kann man sich mal mit denen messen auf der Rennstrecke. Und auf Eis rückt es natürlich auch alles näher zusammen. Ja. Ja. Also das ist dann schon ein großer Charme, glaube ich, des Eisrennens. Sowohl Striezel Stuck wie auch Eckhard Schimpf haben mir geschrieben, dass Striezel im Formel 2 fährt.
Wahrscheinlich sogar den Formel 1. Formel 1 mit Spikes. Ja. Also jetzt ist der Plan, dass er den 72er March Formel 1 fährt. Was natürlich schon eine ziemlich coole Nummer wäre, ehrlich gesagt. Witzigerweise hat er die Technik von 74, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Okay, das so sehr im Detail bin ich nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das eines der großen Highlights, würde ich mal sagen, von 2020, dass wir dann ein altes Formel 1 Auto auf der Strecke haben. Mega. Ich bin schon gespannt, wie der Striezel es fahren wird. Ich bin letztes Jahr, als alles vorbei war, ein paar Runden gefahren, ja. Okay. Ja. Mit einem 55er. Nee, mit einem RS3 damals. Aber das ist ja auch okay. Ja, wenn man den gegen die Wand setzt, dann purzelt neuer vom Band. Ne? Zumindest einfacher als beim 550er. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, nee, also das Eisrennen ist eine witzige Nummer geworden, vor allem, weil es am Anfang, ja, wie gesagt, einfach eine Spinnerei war und sich dann jetzt wirklich über 2 Jahre Arbeit und jetzt im zweiten Jahr, ja, war einfach eine sehr erfolgreiche Veranstaltung im ersten Jahr, weil ich glaube, das auch genau das war, was vielen Leuten gefehlt hat irgendwie im Motorsport. So ein bisschen diese Festivalstimmung und so dieses Dabeisein-ist-alles-Gefühl war, glaube ich, was einfach abgegangen ist. Und natürlich sind wir in einer Zeit im Ende Januar, Anfang Februar, wo sonst nichts anderes ist. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen tote Zeit für Motorsport-Enthusiasten. Für Motorsport-Enthusiasten. Und hier ist es ja auch eine tolle Gegend zu der Zeit. Ne? Also letztes Jahr war das Wetter fantastisch, dieses Jahr. Und dass es Motorsport und die Menschen zum Anfassen gibt, der Beweis sind Sie, Herr Dr. Porsche, und natürlich du auch. Denn ich habe Sie einfach ansprechen können, ob wir einen Podcast aufnehmen können. Sie laufen auch durchs Fahrerlager, Striezel Stuck, kann man sehen. Der hat eifrig Autogramme geschrieben. Also das ist wirklich die Menschen hinter den Autos und der Motorsport zum Anfassen. Ja, und es wird jetzt wieder, also sind auf jeden Fall wieder, wir sind schon voll, was Teilnehmer angeht. Also wir haben über 300 Anmeldungen gehabt, obwohl wir nur 150 Plätze haben, grob. Also das ist schon cool, auch der Zuspruch von der ganzen Motorsportfamilie sozusagen. Und in Zell am See ist es natürlich mit der Historie Autos. Super. Wir haben 150 Teilnehmer, ja. Nicht 150 Wahnsinn, Autos, weil teilweise mehrere Leute auf einem Auto fahren. Ja, knapp über 100 Autos. Das ist auch gar nicht schlecht. Nee, das klingt gut. Und wir sind ja trotzdem irgendwie auf der alten Fläche auch, weil wie gesagt, manchmal war es ja auch auf dem alten Flugplatz. Also das ist natürlich schon in Zell, ich glaube, deswegen hat es auch so gut funktioniert, weil in Zell die Leute sich einfach noch dran erinnern und sich wahrscheinlich selber gefragt haben, warum es das nicht mehr gibt. Naja, aufgehört hat es ja nur, weil da zwei Tote waren. Das Räumfahrzeug, ne? Was in den See eingebrochen ist. Früher ist der Bus auch über den See drüber gefahren. Also es war ja früher so, dass der Bus, um eine Abkürzung zu fahren von Zell am See nach Thomasbach, nicht außen rumfahren wollte, sondern über den See gefahren ist. Das heißt, während der Winterzeit wurde sowohl diese Strecke immer geräumt, als auch eben dann fürs Eisrennen das Eisrennen an sich und das Räumfahrzeug. Ist damals eingebrochen. Ich glaube aber, das ist nur ja, ein. Ja, das Räumfahrzeug ist deswegen eingebrochen, weil der wollte einfach dieses Oval sauber machen und ist wohl, das war sei es halt doch, zu dünn, doch ne? nicht war so fest. Heißt, zu dünn, ja. Ich meine, damals hat es ja oft, das erinnert mich, weil diese modernen Skihosen, die so eng waren, da hat man gefroren wie ein Schneider, aber man musste sie tragen, weil sie doch so schick waren. da hat man doch keine lange Unterhose drunter. Nee, also, natürlich nicht. Das ist ja. Auf jeden Fall, da hat es ja oft minus 20, minus 22 Grad hier gehabt. Also das ja, beim Eisrennen 2019 auch. Da war es nachts auch bei minus 20. Da war es auch so kalt. Ja. Richtig kalt. Das war echt. Ja. Also ich finde es toll, dass man, und es ist ja gar nicht so einfach, also Behörden und Gemeinden zu etwas für eine Bewilligung kriegen. Für irgendwas zu begeistern. Außer sie haben Lust drauf. Wo man Lärm macht, wo, ja, das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass es deswegen auch in Zell am See funktioniert, weil es halt diese Historie hat und weil man was neu auflebt. Ja. Weil hier so ein bisschen doch Porsche Home ist. Das ist das schon. Stimmt auch, ja. Weil in der Kapelle liegt immerhin der Großvater, die Großmutter, meine Eltern, mein ältester Bruder, meine Tante, mein Onkel. Also das ist schon eine Cousine. Ja, ne? Erzählen Sie noch mal ein bisschen die Jahre mit dem 911er, als das dann kam. Also wie war die Stimmung zu Hause? Es war ja genau, wie Sie sagten, die Gusseisernen, zu denen ich Sie übrigens auch so ein bisschen zähle, hört man so leicht raus, dass luftgekühlte Autos doch noch ihr Herz dafür schlägt, dass die Gusseisernen 356-Fans eigentlich den 911er total abgelehnt haben. Am Anfang. Ich meine, das muss man ja einfach sagen. Es gab nicht nur beim 911er, sondern ich nehme jetzt auch den
den 928 dazu, der ja dann ein bisschen später kam, den der Professor Fuhrmann propagiert hat und ja auch gegen einen 911er fahren ließ über die Nordschleife am Nürburgring und den Journalisten erzählt hat, dass man, dass ja so der 928 der viel schnellere ist und der viel sicherere. Und da war ja auch schon überlegt, wie die Produktion aufzuteilen ist, dass also in Zukunft, was weiß ich, damals sind so 45 Autos am Tag gebaut worden, dass man also vielleicht 30 928 und vielleicht 15 911er noch mehr. Also da darf man gar nicht dran denken, wenn das nämlich gewesen wäre, das war ziemlich knapp davor. Da, und dann haben die Gusseisernen und auch vor allem die 911er-Leute, die das Auto dann geliebt haben, die haben Angst gehabt, dass der jetzt abgeschafft wird. Das war durchaus eine Überlegung. Aber ich meine, das wäre ein Wahnsinn gewesen. Weil das Auto ist, ich habe einen, ich meine, der war sicher seiner Zeit voraus, aber besonders schön fand ich ihn nicht. Und mit diesen Schlafaugen finde ich... Was? Schon schön auch. Na, mit die Schlafaugen sind ja eigentlich nur für den CW-Wert. Ansonsten sind sie ja... Machen sie keinen Sinn, ne? Sonst sind sie ja nicht sehr, sehr... Naja, aber ich meine, das lag auch daran, dieses Auto war ja innen gar nicht so groß und so viel Platz, wie man es von außen vermutet hat. Da ist ja, ich meine, da muss ich ja sagen, wenn ich mir überlege, wie wir zu sechs sind wir in einem 356 gefahren. Da sind wir hinten drin gesessen und meine Eltern sind vorne gesessen. Ich meine, da waren wir noch klein, aber trotzdem. Aber das hat gepasst. Ne? Also wir waren keine Babys, aber wir waren schon so 10, 12, waren wir schon. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich eine andere Zeit. Ne? Ich sage ja manchmal, wenn ich mir überlege, was dieses Unternehmen schon alles ausgehalten hat. Absolut. Das ist unvorstellbar. Und beim 928 hat man ja sogar beim 911er die Motorleistung verringert, um dem 928er ein bisschen Vorschub zu leisten. Das ist absurd eigentlich. Ne? Und da mache ich die Überschrift, der Kunde muss entscheiden, was er will. Und manchmal... Ich meine, das ist leider im Konzern auch manchmal so, zumindest in der Vergangenheit ist schon sehr das USA-Geschäft, gut, der Beetle ist immer gegangen, aber alles, was man danach gemacht hat, ist eigentlich in USA immer etwas belächelt worden. Der Jetta vielleicht noch einmal eine Zeit lang gegangen. Aber das waren immer Autos, die in Wolfsburg konzipiert wurden und die Amerikaner wurden da drüben beglückt mit dem Ding. Ob sie es wollen haben oder nicht. Und deswegen, ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man den Kunden mit einbindet. Der Kunde ist das Wichtige. Der Service, der Zusammenhalt, das sind ganz wichtige Sachen. Ich kann nicht einfach ein Auto machen und ich bin ja gleich beim Elektroauto. Ich kann einem Kunden nicht sagen, du musst jetzt ein Elektroauto fahren, wenn der nicht glaubt, dass er von A nach B kommt, dann können Sie ihm 4.000 Euro schenken, dann wird er trotzdem so ein Auto nicht kaufen. Weil jetzt wird er beim Eisrennen sehen, wie gut die Elektroautos auf Eis funktionieren. Ja, gehen das, tun sie das, ja gut. Aber wenn ich mir überlege, ich kriege Bluthochdruck, wenn bei meinem Handy nur noch 50% Akku übrig ist, dann denke ich, ich schaffe den Tag nicht mehr oder so. Und ich glaube, beim Elektroauto... Aber das ist am Ende wahrscheinlich nur das Gefühl. Weil es ist natürlich die Tests gewinnen ja sogar die meistens die Elektroautos. Wenn ich von Wien nach Salzburg fahre, dann kann einem sehr oft passieren, dass man ab Mondsee irgendeinen langsamer fahrenden Tesla findet, der hinter einem Lastwagen fährt, weil er wahrscheinlich auch nicht glaubt oder eben nur dann sehr langsam nur bis Salzburg käme. Und wenn man von Salzburg nach Wien, dann ist so ab St. Pölten, kann einem auch das passieren, dass dann einer langsamer fährt. Sonst fahren sie ja durchaus zügig. Ja, klar, aber ja. Wenn es einmal dem Ende zugeht und man will halt einfach nicht einfach stehen bleiben. Deswegen, ich liebe mein Era Hybrid, hat 700 PS und ich bin immer sicher. Ja. Ich glaube, das, was das Wichtigste ist, dass man das Laden der Batterie nicht mit dem Motor nur macht.
dann macht das nämlich keinen Sinn. Dann ist es ja, dann ist es ja eigentlich eine Augenauswischerei. Also dann, deswegen ist ja auch der Gesetzgeber da jetzt etwas vorsichtig. Es muss eine bestimmte Reichweite hybrid, also batteriemäßig sein, dass es eine Vergünstigung gibt. Ich lade meinen Panamera immer zu Hause. So ist es ja gedacht. So ist es auch gedacht. Und da kriege ich ihn bis zu 37 Kilometer fahre ich dann. Rein elektrisch. Und das müsste, ja, das ist nicht wahnsinnig viel, aber. Ja, aber es reicht ja für die meisten Geschäftsfahrer. Ne? In Hamburg, Freunde von mir, die fahren in die Stadt, die fahren nur elektrisch. So, ne? Laden zu Hause auf und dafür passt es. Viele fahren ja nur in der Stadt. Und manche könnten halt auch beim Einkaufen oder in der Arbeit, wenn dort auch eine Ladestation wäre, dann würde man das noch besser benutzen können. Meine Sorge ist ja, ob wir die Strukturen hinkriegen. Die Infrastruktur muss ja stimmen. Ich meine, wenn ich wie viele tausend Autos laden jeden Tag Sprit auf an der Autobahnraststätte? Und im Moment ist es natürlich so, dass wenn ich mich auch anmelde, dass ich jetzt irgendwann, was weiß ich, in München ankomme und in irgendeiner Ecke tanken will, batteriemäßig. Da muss es funktionieren. Dann stehen da fünf Autos davor, dann nützt mir nichts, dass ich eigentlich vielleicht nur 10 Minuten für wieder 100 Kilometer. Aber ich glaube, es braucht auch alles ein bisschen seine Zeit. Das braucht eben seine Zeit. Aber man muss den Kunden mit, wenn man das nur am grünen Tisch entscheidet und sagt, das geht doch aber eh so und so geht das auch, der will das miterleben und auch glauben. Professor Fritz Indra, den habe ich ja auch schon interviewen dürfen. Ja. Ist jetzt nicht der größte Elektro-Fan, soll man so sagen, aber der hat auch gesagt, er geht immer vom Kunden aus. Man muss einfach sehen, was der Kunde kauft. Und man kann ihn nicht dazu zwingen. Und momentan ist es einfach noch so, dass der Diesel natürlich für den als Brot- und Butterauto ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist. Ne? Und wenn Elektro nicht mehr subventioniert wird und das wird besteuert, da fängt es doch dann an. Ist es teurer. Ich meine, da ist doch die Politik, sind doch lauter Verrückte. Und es ist natürlich absurd, den Atomausstieg zusammen mit der Elektromobilität zu entscheiden. Ne? Also das wäre ja eigentlich eine saubere, und relativ wenn Sie saubere den, Energie. Den Grund wissen, warum der Atomausstieg wegen dem Unglück in Japan. Und ich habe das von jemandem gehört, der von der Kanzlerin das gesagt bekam. Wissen Sie, ich weiß auch, dass bei uns kein Tsunami sein kann. Aber wir hatten Wahlen und da sah das nicht gut aus. Und deswegen habe ich gesagt, dann steigen wir aus, nachdem man gerade dreiviertel Jahr vorher gesagt hat, man verlängert. Das muss man sich mal vorstellen, ne? wie Politiker, ja. Wie die getrieben sind. Ne? Und die Franzosen, und rund um uns herum gibt es überall Atomstrom. Und wir importieren das, ja. Schließen Sie es da an. Wir importieren das. Und können eigentlich den billigen Strom selber produzieren. Ne? Und mir wäre viel lieber, die Deutschen würden diese Technik weiter entwickeln. Und da sind sie gut. Aber das hat man jetzt alles aufgehört, weil man das selber nicht mehr... Also es ist schon ein bisschen schwierig. Wenn man sich vorstellt, hätte Ferry Porsche oder ihr Großvater Ferdinand jemals gedacht, dass hier mal eine Ladestation für ein Elektroauto auf dem Schüttgut angebracht wird? Ja, warum eigentlich nicht? Also ich meine, naja, der Opa hat 1900 schon Elektroautos gebaut. Ja. Also am Ende ist es gar nicht so weit hergeholt. Ja. Aber er war eben damals... hat er eingesehen, dass es nicht so weit ist, dass man das so machen kann. Also könnte man sagen, 100 Jahre später sollte es soweit sein. Er hat ja letztlich auch ein Hybrid. Ja, eben, also genau. Deswegen, ja. Weil er eben auch schon gewusst hat, wenn es dann leer ist, was mache ich denn dann damit? Das Auto war ja relativ schwer. Wie heute ja auch. Ne? Wie heute auch. Sind ja leider auch schwer. Heute sind die, ja. Es ist ja auch die Frage. Ich glaube, dass das Batteriethema sich auch so entwickelt, Es will ja nicht unbedingt einer mit einem rein elektrischen Auto von München nach Hamburg fahren. Möglichst auf der Autobahn ständig mit 150 oder was. Ist ja Blödsinn. Sondern da sollte eigentlich ruhig ein Diesel oder ein Benziner fahren können. Weil für so weite Strecken, wenn ich so viel Batteriethema, Gewicht mitnehme, denn da brauche ich ja relativ große Batterien. Und damit habe ich viel Gewicht.
und dann wiegt so ein Auto 3 Tonnen. Ja, ja. Das kann ja der Sinn der Übung sein. Oder diese Träume von Elon Musk, LKWs mit Elektromotoren zu bauen. Das funktioniert ja auch nicht, wenn man nicht zwischenladen kann. Also wenn die Hälfte der Ladung schon Batterien sind. Dann trotzdem muss man immer ein bisschen träumen, sonst kommt man nicht weiter. Absolut. Ja, also das ist ja, und der macht ja auch fantastisches Gut, Design. Da hat der Wasserstoff sicher, eine Möglichkeit, ja. Gerade bei den Nutzfahrzeugen. Denke ich auch. Also sonst sind sie ja so schwer, dass ja dann der Transportinhalt nicht mehr zu das nichts bringt. Sind wir uns vielleicht einig, Elektro ist eher eine Brückentechnologie und irgendwann kommt doch Wasserstoff. Oder Motoren werden so effizient und leicht, die Autos, das ist ja auch so ein Thema. Also ich glaube, die Motorenentwickler, die werden so weit und so, eigentlich die bauen Motoren, die wenig verbrauchen, wenig CO2 ausstoßen und dann kommen auf einmal die Kunden und wollen SUVs fahren. Das macht ja auch wieder viel kaputt. Und ich sage Ihnen, es wird sicher der synthetische Kraftstoff. Auch so ein Thema, wird von der Politik nicht gewünscht. Ne? Und da ist die Politik gefordert. Weil da hängen sie alle, da halten sie alle die Hand auf, weil das Benzin, die Steuer, die Abgaben, die da für den Staat rausfallen, das ist für die ganz wichtig. Aber wir könnten mit synthetischem Kraftstoff alle unsere alten Autos fahren. Und zwar mit nicht 200 Gramm CO2, sondern mit vielleicht 10 Gramm. Viel weniger, ja, weil das CO2 der Atmosphäre entzogen wird. Ne, aber da müsste der Gesetzgeber eben jetzt auch eine Weiche stellen. Ja. Aber das ist ja alles. Möglichst nichts machen und. Naja, möglichst nichts machen oder mit Gewalt so was in die falsche Richtung machen. Ne? Ja. Und also ich kann Fritz Indra zitieren, der gesagt hat, dass wenn dieser Dieselskandal nicht gewesen wäre, dass die Politik dann vielleicht offener für andere Lösungen gewesen wäre. Also haben die gesagt, ihr habt uns klar, es belogen mit irgendwas. Schnell entschieden werden dadurch. Ja, genau. Aber Sie wissen, was halt schwierig ist, in solchen Themen dann schnell Schussentscheidungen zu treffen, ist meistens. Jetzt waren es 126 Gramm. Jetzt sind es 95. Und jeder Gramm, den man nicht erreicht, kostet 95 Euro pro Fahrzeug. Also die Strafen werden natürlich, und das ist eigentlich auch die Hauptgefahr. Wenn man nicht genügend Autos auf die Straße kriegt und damit eben an den Mann kriegt, dann tut man sich einfach schwer, weil dann sind die Strafen zu hoch. Ich meine, ich habe jetzt gehört, dass, ich sage jetzt nicht die Marke, aber dass ein Hersteller mit ungefähr 250 Millionen für dieses Jahr an Strafe gerechnet hat und jetzt sich das noch einmal genauer angeschaut hat und fast glaubt, dass er wahrscheinlich 1 Milliarde Strafe kriegt. Boah. Und das ist natürlich, ja, weil das fehlte mir dann letztlich bei den für Investitionen. Neue Entwicklung. Ja, na klar. Oder, oder auch bei den Aktionären für die Dividende. Also das ist schon gefährlich. Mhm. Glauben Sie, dass Elektro auch ein bisschen eine Art Wirtschaftskrieg ist, der von den Chinesen forciert wurde durch diese Elektroquoten, die... Ja, aber die haben ja jetzt, die tun die ja gehen das wieder zurück. Wieder abbauen. Ja, so. Genau. Jetzt, wo die Ingenieurskapazitäten für Elektro gebunden sind, sagen die auch, toll, dann machen wir jetzt wieder Verbrennung. Ne? Ja, nein, also ich glaube, wir können das auch nur gemeinsam. Und der Konzern, bin ich also ziemlich sicher, dass wir eine relativ große Abhängigkeit von China haben. Und die sind halt keine Demokratie, die machen das, ihre Gesetze, so wie sie meinen, dass das dann gut ist. Ich war jetzt gerade in Shanghai 3 Tage, also, und ich war vor 8 Jahren das letzte Mal in China. Das ist ja Wahnsinn. Was sich da entwickelt hat. Mhm. Diese Gigastädte und auch Mobilität innerhalb dieser Städte, das ist eine ganz andere Problematik, als wir das hier vielleicht in Zell am See oder in unseren Großstädten in Anführungszeichen erleben, ne? In Deutschland oder in Wien oder was. Ne? Ja. Ist das nicht eigentlich verrückt, wenn man sich überlegt, dass Sie, sagen wir jetzt mal, also Sie sind 50 Jahre auseinander und das, was Sie in 45 Jahren vielleicht an Entwicklungen und Umbrüchen erlebt haben, das erlebst du im Zeitraffer in 5 Jahren. Weil ich glaube, die Autoindustrie hat sich ja nie so verändert wie jetzt in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren, kann man ja fast sagen. Ja, ist doch eigentlich spannend. Spannend schon, aber... Ja, aber es ist... Man kann die Sachen nicht aufhalten, glaube ich. Und am Ende gibt es eben viele Sachen, die gerade im Wandel sind. Auf der ganzen Welt, glaube ich. Nicht nur die Autoindustrie, sondern in vielen Industrien und in vielen Bereichen.
Und es ist ja eigentlich eine sehr spannende Zeit, würde ich sagen. Absolut. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt lebe quasi. Aber hast du Angst, dass du in 50 Jahren mit Roboterautos fahren musst? Eigentlich nicht. Ich glaube, dass es dann vielleicht Roboterautos gibt und dass man dann mit denen fahren darf. Aber ich glaube, also ich fahre lieber mit dem Auto. Ich fahre auch, aber ich glaube zum Beispiel, dass man auf dem Glockner immer noch fahren kann mit seinem normalen Auto. Ziemlich sicher, dass du auf deinen Glockner immer noch selber fahren kannst. Ist ja eh schon verrückt. Wir kriegen ja auch oft Sachen vorgegaukelt. Also nochmal, um Elon Musk zu zitieren, der ist ja immer ein Vorreiter im sehr tollkühnen Marketing. Schickt seine Autos ja auch ins Weltall. Aber der tut ja so, als wäre Tesla seit 5 Jahren ein autonomes Auto. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben ein vollautonomes Auto mit dieser Klasse 5 oder Stufe 5 erleben werde, das alles alleine macht. Ja. Und alle Entscheidungen abnimmt. Allein schon, weil die Hersteller nicht dafür haften wollen. Ich fahre von Stuttgarter Flughafen zur Stadt über den Fernsehturm. Bei Hohenheim habe ich mal 2 Kilometer, da kann ich nicht einmal telefonieren. Ich frage mich einfach, wie soll das dann funktionieren? Das ist auch so ein Thema in Deutschland, ne? Also, und das ist nicht nur, es ist aber leider auch in Deutschland. Und wenn ich mir überlege, dass die Chinesen jedes Jahr über 100 neue Kohlekraftwerke bauen, dann frage ich mich, da regt man sich bei uns auf, dass da noch 3 oder 4 sind. Also da muss ich sagen, und da wird viel Geld bezahlt, damit die jetzt 38 aufhören. Bin gespannt, wann in China sich die Kinder trauen, freitags die Schule zu schwänzen. Das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, ne? Ja. Da hätte ich aber auch mitgemacht, wenn ich da noch in der Schule gewesen wäre. Ja, einfach um einen freien Tag zu haben, ne? Ich auch. Du bist eigentlich aufgewachsen nur mit wassergekühlten Porsche 911ern. Ich bin 1993 geboren. Ja, 93 also geboren, aber sagen wir mal. Habe ich noch mitbekommen. Wirklich mitbekommen oder nur aus der Erzählung? Also aus der Erzählung, aber natürlich auch. Genau, aber so richtig bewusst, glaube ich, da ging es mit dem 996 los, mit der ersten Wasserkühlung. Was hast du für ein Verhältnis zu luftgekühlten Autos? Ist das so, dass du sagst, ach Mensch, das ist eigentlich die Geschichte von Porsche? Oder sagst du, eigentlich ist mir das wurscht, Hauptsache da ordentlich Dampf? Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, beide Zeiten haben ihre Vorteile. Also ich habe das luftgekühlte Fahren oder die luftgekühlten Autos natürlich immer mitbekommen, weil mein Vater auch immer gerne alte Autos gefahren ist oder immer noch fährt. Und deswegen ist natürlich sind luftgekühlte Motoren für mich natürlich schon alleine vom Klang und alleine von emotionalen Verbundenheit damit schon auch was Besonderes. Ich finde, dass das schon ist schon auch eine einzigartige Ära gewesen. Aber klar, wie wir gerade auch geredet haben, wie bei allem gibt's immer einen Wechsel oder gibt's immer ist die Welt ständig irgendwie im Wandel und deswegen kam irgendwann Wasser gekühlt und mit den Autos bin ich auch aufgewachsen und ich habe mich in denen auch immer sehr wohl gefühlt oder bin ein großer Fan auch von modernen Autos. Ja, ich glaube, man kann es so nicht sagen. Aber wir haben ja jetzt auch luftgekühlt von Patrick Long, haben wir auch beim Eisrennen am Freitag eine Ausstellung in Zell am See und ja, auch vom Ästhetischen her sind natürlich alte Autos immer was ganz Besonderes. Und ja. Was ist dein Favorit von allen Porsche? Puh. Also ich hätte jetzt auch den 993 Turbo gesagt, weil ich einfach da viele Kindheitserinnerungen dran habe. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, weil du hast ihn schon gesagt. ich würde den 911R nehmen, weil ich glaube, er ist so ein bisschen... Den 991. 991, 911R, ja. Auch natürlich den alten, aber ich würde jetzt den modernen 911R nehmen, weil er, glaube ich, den Fahrspaß und die Emotionalität der alten Autos mitbringt, aber schon die Fähigkeiten der neuen Ära hat. Deswegen glaube ich, ist das eigentlich eine gute Mischung. Also mit anderen Worten, man setzt sich rein und das Handy ist verbunden mit dem Auto und man kann ja, wobei es in dem Playlist Auto völlig wurscht ist, ob das Handy verbunden ist, meiner Meinung nach. Ja, man setzt sich rein, das Handy kann verbunden sein, aber man nimmt es nicht, man benutzt es nicht, weil man, weil man Sound sich aufs Fahren freut. Feeling haben will. Ja. Ich glaube, dass woran sich ein Kunde auch gewöhnen muss und ich glaube, da muss der Hersteller sehr großzügig sein. Diese Elektronik ist nun mal ein teuflisches Thema. Und wenn ein Neuwagenkunde sein Auto bei uns abholt und 40 Kilometer fährt und dann auf einmal ein rotes Lämpchen aufglüht und er völlig wirr nicht weiß, was er tun soll, und dann steht da, bleiben Sie sofort stehen, oder er schaut nach und sagt, wenn dieses Ding leuchtet, dann muss ich den Motor abstellen.
Und dann stellt man meistens fest, dass wenn der dann die Zündung ausschaltet und dann wieder anschaltet, dass es immer ein Fehlsignal war. Aber das ist halt für einen Kunden. Und deswegen bin ich also auch bei unserem elektrischen Auto Taycan, sage ich, bitte, tut es nicht jetzt. Der muss jetzt nicht vorgestern kommen. Lieber kommt er und hat möglichst wenig Wehwehchen, weil man halt nicht drin steckt. Man steckt nicht. Aber drin. Er ist super geworden, finde ich. Also optisch. Nein, er ist toll. Das ist ja gar nicht das. Aber von der Leistung. Ich hätte halt gern, dass das nicht dann irgendwelche Reichweiten. Wir haben ja jetzt die Amis schon gesagt, also er fährt nur 201 Meile. So ist er spezifiziert, weil sie da irgendwelche Dinge dazu rechnen und mit Heizung und all dem Thema. Am Ende, glaube ich, entscheidet es niemand nur an der Reichweite. Oder das müsste das Ziel sein beim Elektroauto. Porsche ist immer ein emotionaler Kauf. Ja, das glaube ich auch. Das ist einmal der große Unterschied vom Taycan zu allen anderen Elektroautos, dass ein Porsche immer emotional gekauft wird. Und er hat ja auch einen speziellen Sound und er hat dadurch, dass er zwei Gänge hat als Elektroauto, ist ja auch eine Einzigartigkeit, ist ja, glaube ich, schon was Besonderes auch in dem Segment. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute das dann nicht nur nach der Reichweite kaufen. Und man muss ja auch sagen, die meisten alltäglichen Fahrten sind kürzer als, ich weiß gar nicht den genauen Wert, aber sind kürzer als 8, 9, 10 Kilometer. Das heißt, am Ende ist das Elektroauto schon für die meisten Fahrten, die gemacht werden, durchaus passend. Ich glaube, der Taycan-Käufer hat auch nicht die Problematik eines durchschnittlichen Autofahrers. Der hat immer ein eigenes Haus mit einer eigenen Ladestation. Behaupte jetzt einfach mal. Der hat noch auf jeden Fall ein anderes Auto im Stall stehen. Es ist kein Renault Zoe-Käufer, der seine 20.000 Euro halb finanzieren muss, um irgendwie sich ein Elektroauto rauszuquetschen. Ja. Das ist wahrscheinlich das Luxusproblem, was sie haben. Aber man fängt ja immer von oben an. Vielleicht darf man auch nicht vergessen, dieses Diesel-Thema hat natürlich schon auch ein bisschen auf Porsche abgefärbt, obwohl wir zwar keine Motoren bauen, die hat unsere Schwester gebaut, aber die Öffentlichkeit sagt, ja, wieso, der Cayenne, von wem der Motor ist, ist mir relativ wurscht, das ist ein Porsche und der hat jetzt auch gemogelt und der Macan hat auch gemogelt. Deswegen, also man muss schon sagen, die Marke ist schon relativ stark, denn es gibt halt viele Märkte, die den Diesel eigentlich bevorzugen. Und wir haben ja keinen Diesel mehr. Wir machen keinen Diesel mehr. Der Macan gibt es nicht mehr mit Diesel, den Cayenne nicht mehr. Wir machen jetzt Hybride und das finde ich eigentlich auch die bessere Lösung. Aber das muss ja der Kunde und die Öffentlichkeit muss ja das erst auch mal akzeptieren. Da gibt es halt Kunden, die sagen, Mensch, ich habe so einen tollen Cayenne Diesel gehabt und jetzt gibt es das nicht mehr. Warum? Was bietet ihr mir? Und dann muss man sagen, also einen Diesel können wir gar nicht mehr bieten, wir können höchstens einen Hybrid bieten. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Also mein Credo ist, der Kunde ist im Mittelpunkt und wir sollten nicht aus Selbstzweck halt einfach nur Autos bauen, sondern wir sollten die bauen, die der Kunde auch will. Ja, und Sie haben ja natürlich die komfortable Situation, dass Sie die Kunden gleich zur Schwesterfirma schicken können, zu Audi, zu VW und da finden Sie dann das, was Sie wollen. Ne? Und diese mit der Plattform. Aber ich glaube, es gilt für alle. Man muss vorsichtig sein, dass man einen Markt nicht überflutet mit einem Modell. Ja. Sondern es sollte, ich meine, gibst du, das ist für einen Massenhersteller ist das schwieriger als für uns. Aber ich glaube, auch der kann das einigermaßen, denn sonst fängt dieses Rapatitis-Thema an und das braucht man ja eigentlich wie ein Loch im Kopf. Weil man nämlich von dem nicht mehr runterkommt. Absolut. Das ist ein großes Problem. Aber ich meine, Sie sind ja gerade als Luxushersteller, der eigentlich nur Traumautos baut, ja besonders gekniffen durch diese CO2-Geschichte, ne? Durch diese Strafzahlung, was Sie eben gesagt haben, weil Sie eigentlich ja nur große Autos, nur starke und nur schnelle Autos bauen. Ja, deswegen werden wir ja auch relativ schnell auf halb elektrisch in unserer Gesamtsumme kommen wollen. Aber das muss halt funktionieren. Schnelle Elektroauto.
Ja. Das ist ja schlimm, oder? Dass die Politik bestimmt, was man sich für Modelle bauen muss. Ja gut, wir werden trotzdem emotionsvolle Autos noch bauen. Davon gehe ich aus. Aber nicht zu viele. Sie haben immer herausragende Mitarbeiter gehabt und herausragende Rennfahrer in der Porsche-Geschichte. Einige durfte ich auch schon interviewen. Gibt es da welche, wo Sie sagen, ohne die wäre Porsche wahrscheinlich eine andere Firma gewesen? So, sagen wir mal, gerade bei der Entwicklung des 911ern oder der Weiterentwicklung des 911er oder die Rennwagenverantwortlichen. Also den haben Sie auch schon interviewt. Der Walter Röhrl war schon sehr hilfreich. Von dem ich Sie herzlich grüßen soll. Mit dem habe ich gestern telefoniert, durch Zufall. Danke. Ja. Danke. Sagen Sie mal einen Gruß zurück, ja, wenn Sie wieder mit dem telefonieren. Nee, das ist eben ein sehr aktiver Rennfahrer, der eben viel dazu beiträgt, um Dinge zu optimieren. Das ist ganz wichtig. Aber mir ist das Allerwichtigste, dass wir nicht zu viele Autos bauen. Und das sage ich dem Vorstand immer. Wir sollten immer zwei Autos zu wenig bauen. Und das ist in diesem Konzern nicht so ganz einfach, weil die hätten halt gern noch ein paar mehr, damit wir noch ein bisschen mehr abliefern. Aber der Vorstand, dem Sie sagen, der kriegt wahrscheinlich sein Gehalt am Autoverkauf bemessen. Der wird sagen, vor allem, man merkt es ja sofort, wenn man zu viel eines Modells hat, geht es gleich los. Der Händler hat da so viele Autos und dann ist der Händler auch unruhig. Und das darf es nicht sein. Das darf es bei Porsche nicht geben. Und da ist eigentlich der Vorstand relativ gut. Also der von Platen macht das richtig gut und auch die Amerikaner. Und ich habe es ja vorher gesagt, fast 90.000 Porsche, also Macan, Cayenne, Panamera in China. Wahnsinn. In einem ehemals sozialistischen Land. Ganz genau nicht. Ja. Wir müssen noch über eine Person sprechen oder eine Zeit. Und da sind Sie wie kein Zweiter drin und du hast es miterlebt. Die 90er Jahre, wo es bei Porsche auch wieder spitz auf Knopf stand und wo, ich glaube, die Autohersteller Schlange standen, um zumindest die Marke Porsche kaufen zu dürfen. Wie haben Sie das erlebt oder wie war das? Da kam dann die Wendelin Wiedeking und das war aber auch eine schwierige Entscheidungsfindung, glaube ich. Ja, das war eben ein Thema, dass wir eigentlich nur teure Autos hatten und zwar überteuert und die haben auch nur vier Räder gehabt wie jedes andere Auto. Ich sage es jetzt einmal extra so. Man hat also viele, viele Feature, die man heute in einem Auto braucht, ob das dann diese Digitalisierung, halt all das, was man da so an Elektronik und so mal angefangen hat, das hatten wir ja alles nicht. Und das haben wir dann sukzessive. Und da war der Wiedeking einfach der das ganz Schritt für Schritt gemacht hat. Der hat da nichts dem Zufall überlassen. Und da gab es schon Leute, die gerne angeklopft hätten. Aber wir waren Gott sei Dank stark genug und haben das abgelehnt. Und haben uns letztlich aus diesem Thema befreit. Und es ist ja auch heute noch vieles so, wie es Wiedeking in diese Richtung gebracht hat. Waren Sie da teilweise manchmal skeptisch? Weil der ist ja relativ rabiat vorgegangen und er war sehr jung. Ich muss sagen, der war, glaube ich, 5 Jahre jünger als ich, als er bei Porsche Chef wurde. Das weiß ich nicht, ob ich da so agieren könnte wie er. Ich hab ihn ja damals gefragt, ob er das machen würde, weil der war ja bei Glyco. Also er ist ja von uns weg. Er war ja Produktionsassistent vom Herrn von Noppen in der Produktion und hat eigentlich die Familie kennengelernt, weil wir immer wieder so Veranstaltungen hatten, wo wir also die Jungen so ein bisschen an das Unternehmen herangebracht haben. Und da hat Wiedeking einen Vortrag über die neue Lackiererei damals in Stuttgart gehalten. Und dann hat er zu mir gesagt, er geht jetzt zu Glyco. Dann habe ich gesagt, aber wenn wir mal was brauchen, dann melde ich mich. Da hat der wahrscheinlich gedacht, ja, das kann schon sein, aber die melden sich eh nie. Dann war das Problem, wer macht das jetzt? Da hatten wir ja dann Wolfgang Reitzle, glaube ich, ne?
Ja, nein, beim Gespräch, das war der Wolfgang Reitzle. Das war die eine Überlegung und Wiedeking war die andere. Und der Wolfgang Reitzle, der hat sich ein bisschen selber, da gab es irgendeine undichte Stelle und außerdem hat der Herr von Kuhnheim. Golz? Von Kuhnheim, glaube ich. Bei ja, BMW Kuhnheim damals. Auch, aber der Herr von Golz als Aufsichtsratsvorsitzender. Ach so, okay, das weiß der ich. Hat, der hat gesagt, nee, Sie kommen dann nicht raus. Und also er war bei BMW. Der für war bei die BMW, Hörer, die ja. es vielleicht nicht wissen. Ja. Und ich vergesse nie, wie der Wolfgang Reitzle zu mir gesagt hat, wissen Sie, ich bin jetzt auf einem Hochseeschiff und Sie würden jetzt gerne haben, dass ich auf eine Barkasse springe. Da habe ich gesagt, ja, aber Sie hätten viele Chancen. Ja, ja, da wurde durchaus auch überlegt, ob man ihm einen kleinen Anteil gibt. Weil man wirklich gesagt hat, jetzt muss man schon das Thema richtig machen. Also ich mache es kurz. Also ganz kurz, Reitzle der Anteil, den Sie überlegt haben zu geben in der Situation damals, wäre jetzt fast eine Milliarde wert, ne? Was ja. auf heute hochrechnet. Also dann habe ich... Wie einer, der die Beatles in der frühen Phase verlassen hat. Dann habe ich den Herrn Wiedeking, also die Familie gefragt, ich würde also mit Wiedeking reden, habe ich den angerufen, das vergesse ich nie. Dann habe ich gesagt, Herr Wiedeking, jetzt ist es soweit. Ich habe ja gesagt, ich melde mich dann irgendwann. Hat er gesagt, sag ich, wie wäre das? Ja, er hätte jetzt gerade einen Vertrag von Glückhof für weitere 5 Jahre vor sich liegen. Sag ich, haben Sie den schon unterschrieben? Sagt er, nein, aber wenn Sie nicht unterschrieben haben, brauchen Sie ja nur nicht unterschreiben, dann kommen Sie zu uns. Hat er gesagt, ich melde mich morgen. Und am nächsten Tag hat er gesagt, das auch mal. Ich meine, das war auch ein Glücksfall, weil wenn der diesen Vertrag unterschrieben hätte, dann wäre er ja dort nicht rausgekommen. Mit einem 5-Jahres-Vertrag. Also da habe ich halt Glück gehabt. 5 Jahre? Ich habe nämlich gleich gesagt, ich rufe den an und da war ich am Heidhof und habe ich ihn von dort angerufen und habe ihn das gefragt. Das waren seine Worte. Und dann kam er und hat halt wirklich diese japanische Fertigungs... Kaizen oder wie das heißt, ja. Da sind ja ganze Fußballfelder frei geworden in der Produktion. Das war ja alles... Konnte ja Mercedes untervermieten, ne? Ja, wir haben ja auch einmal eine Zeit lang Mercedes gebaut. Den hatte ich mal. Den. Ein geiles Auto. Den, das war doch ein Vierrad. Also war das nee, der 124er. Der war es. Ja. Auf dem 959 Fließband. Nachträglich. Sie waren auch mal bei Mercedes, ne? Ich war von 76 bis 81 bei Daimler. Und war für den Vertrieb zuständig? Da war ich für den Vertrieb. Und ich hatte eine gute Connection zum alten Professor Zahn. Der war schon ein Strenger. Auch mit zu mir Ihnen? Nicht, aber, nee, sagen, ja. aber mit seinen Kollegen. Also, war schon. Aber da habe ich viel gelernt. Ja, davon gehe ich aus. Und bei dir könnte es sein, dass du auch nochmal irgendwas in der Firma übernimmst. Ich meine, Architektur ist jetzt, du kannst die neuen Fließbänder entwickeln. Gebäude. Ja, also mir war es wichtig und das hat unser Vater uns auch immer beigebracht, würde ich sagen, allen Vieren, dass ich auch was Eigenes mir aufbaue oder beziehungsweise an eigenen Sachen arbeite. Und die Architektur hat mich einfach schon immer gereizt und interessiert. Und deswegen habe ich das mal angefangen zu studieren. Beziehungsweise deswegen bin ich da jetzt auch dabei und es macht mir immer noch große Freude. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Thema, bei dem ich gerne dranbleibe. Aber man sieht ja auch am Eisrennen und an den Sachen, wie ich mich da engagiere, dass ich schon auch autoverrückt bin und schon auch, sage ich mal, Benzin im Blut habe bis zu einem gewissen Punkt. Ja, deswegen würde ich jetzt mal nicht Nein sagen. Du bist 26, ich muss zugeben, diesen Podcast hören, ich glaube, 98% Männer, die 2% Frauen,
Bist du noch Junggeselle oder schon vergeben? Schon vergeben. Okay, das war's. Kommen wir zur letzten Frage, die ich immer stelle. Angenommen tatsächlich, das Rohöl geht irgendwann mal aus, was wir alle wahrscheinlich nicht hoffen. Und jeder Mensch auf der Welt bekommt die letzten 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es und verfährst du es? Fängst du an, dann... Ich verfahre es beim Eisrennen. Mit welchem Auto? Ja, wahrscheinlich mit einem R. Das, glaube ich, wäre eigentlich eine ganz witzige Nummer. Oder eigentlich mit einem 550. Ich verfahre es mit einem 550 auf dem Eisrennen. Dann kann man ihn ruhig kaputt machen, dann kann er eh nicht mehr betrieben werden danach. Ja, ich würde mir das zutrauen, dass ich ihn nicht kaputt mache, sondern heil wieder rausbringe. Aber ich glaube, dass man einfach aus den 50 Kilometern relativ viele Runden rausbringen würde. Wahrscheinlich, ja. Unsere Strecke ja nicht ganz so lang ist und ich glaube, es wäre spaßig. Und deswegen wäre das, glaube ich, das wären meine letzten 50 Kilometer. Also ich gehe davon aus, dass ich, wenn das eintritt, nicht mehr Auto fahre, wenn ich dann noch lebe. Dann gibst du mir deine 50. Nein, deswegen, ich glaube, dass man muss entweder dann mit viel Freude das Auto fahren, dass man halt die 50 Liter noch hineingibt, oder man überlegt, wie kann ich noch am längsten mit was fahren, und dann wird man wahrscheinlich einen Hybrid nehmen, weil da kann man ab und zu dann aufladen. Und welche Strecke würden Sie fahren? Wahrscheinlich den Glockner. Den Glockner. Rauf und runter. Wichtig wäre ja nur, dass Sie ein Auto haben mit einem Tank, der größer ist als 50 Liter, dass Sie nicht einen Reservekanister haben, wo Ihnen noch jemand was abnimmt. Das wäre das Wichtigste. Ja. Würde Ihr Vater immer noch zu dem Satz stehen, das letzte jemals gebaute Auto wird ein Sportwagen sein? Oder? Glaube ich schon. Okay. Herr Dr. Porsche, Ferdinand, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. So, das war die Premierenfolge in diesem Jahr. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, und noch mehr hoffe ich, dass wir uns beim GP Ice Race in Zell am See am 1. und 2. Februar treffen. Alle Infos zu dieser Ausgabe findet ihr wie immer unter www.alte-schule-podcast.de, und in der kommenden Woche geht's gleich mit einem der bekanntesten Rennfahrer, den wir hier haben, weiter. Er hat die wilden Jahre der Formel 1 aus dem Cockpit erlebt, hat seine erfolgreichsten Jahre im Porsche 956 verbracht, aber wir lieben ihn eigentlich für seine wilden Drifts im alten BMW Tourenwagen. Freut euch auf Striezelstuck! Bis nächsten Donnerstag und versucht bis dahin, eure eigene Kiste gerade auf der Straße zu halten.